So, hallo und herzlich willkommen zu Part 3 meines Singularity Let's Plays. Ja, anfangen mit dem Lesen dieser Notiz hier. Oh, das ist aber viel. Ja, Oleg, der Bär, mag Eiscreme. Mein Oleg, der Bärbild, hat einen Preis gewonnen und jetzt hat der Mann, dem es gefallen hat, gesagt, er will es auf der Eisverpackung benutzen. Ich habe Eis geschenkt bekommen und durfte die Fabrik besuchen, wo die das machen. Okay, Herr Demitschew, Herr Demitschew hat uns besucht und wegen dem Band von Oleg auf meinem Bild gefragt. Ich habe gesagt, ich habe mir das ausgedacht, aber ich habe es an der Hand von einem Mann gesehen, als ich auf Mama gewartet habe. Die Papiere im Labor fertig. Hä, was? Als ich auf Mama gewartet habe, die Papiere im Labor fertig gemacht hat. Okay. Es hat geleuchtet und es sieht gut aus bei Oleg, Ivan. Okay. Noch irgendwas? Nö, nö. Okay. Ja, also gebracht hat es auch nicht viel. Jo. Okay, da ist noch eine Notiz. Okay. Heute ist mein erster Schultag. Meine Familie ist letzte Woche auf die Insel gezogen. Ich hatte Angst, alle meine Freunde zurückzulassen. Mein Steam, meine Freunde zurückzulassen. Aber Papa hat gesagt, ich finde neue Freunde. Er will uns nicht sagen, woran er bei seiner neuen Arbeit arbeitet. Aber er meint, es hilft uns und ich bekomme endlich den Hund, den ich mir immer gewünscht habe. Ich habe heute in der Klasse einen Film über Dr. E99 gesehen und ich frage mich, ob Papa bei seiner Arbeit mit Dr. E99 zusammenarbeitet. Natalia Rose. Okay, das war die anscheinend. Wir sind uns aber nicht sicher. Und das ist, glaube ich, der Film über Dr. E99. Das nächste Mal mache ich mein Steam jetzt einfach aus. Ich bin aus dem TS rausgegangen, aber nicht in Steam auf. Richtig geil. Okay, also wir sehen uns hier mal den Film an. Oh. Okay. Okay. Gut.
E99 war anscheinend so ein super Heilmittel und so Zeitreisen Dingens. Jo. Schön, bitte nicht. Erste Hilfe-Päckchen, wir haben schon genug. Da ist E99. Okay. Ah, da noch einmal. Ah, nein, sind Theorien Munition. Headshot, bitch. Gibt's nix. Aber ich höre schon, oh, ich höre schon die nächsten Monster. Es gab einen weiteren Vorfall, noch viel schlimmer als der letzte. Barisows Schwelle wurde überschritten. Wir sichern die Anlage, dann werden wir den Hügel hinabgehen. Wir müssen Katorga 12 sofort verlassen. Okay. Willst du mich verarschen? Verschwinde! Oh, ja. Jupp, das nennt man Bugs. Ui, Gewehr. AR-9 Valkyrie. Das Hauptsturmgewehr der UdSSR. Der Name bedeutet Wähler der Getöteten. Die Waffe ist eine tödliche Kombination aus Feuerkraft, Reichweite und Präzision. Gefällt mir. Okay. Ah! Kannst mich mal. Okay. Haha. Was gibt's hier? Oh. Gefällt mir. Okay. Oh, okay. Maximale Anzahl erreicht. Hallo, lass. Danke. Oh. Renko, du lebst. Ich dachte, dich hat's erwischt. Hilf mir. Hurensohn, sie kommen durch die Fenster. Zeige es ihnen. Hast. Bitches. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich tot. Wir hätten uns gestern schon mit dem Rettungsteam treffen sollen. Gehen wir. Okay. Gibt's nichts. E99. 99. Pistolenmunition kann ich eigentlich. Ja, kann ich. Gut. Also wäre schlimm, wenn nicht, Alter.
So, was gibt's hier für 10? Was gibt's hier? Oh. Ich hab zwar nichts gehört, aber egal. Die Leute sammeln sich am Tor zu den Docks. Es geht das Gerücht um, dass auf dem Patrouillenboot nicht genug Platz ist. Wenn wir doch nur die Pearl noch hätten. Okay. Halten wir uns an den Plan. Zum Funkturm. Vielleicht finden wir da Ausrüstung, wenn wir welche brauchen. So. Die Aufklärung sich so irren. Dieser Ort ist alles andere als verlassen. Etwas stimmt nicht. Wir müssten zumindest den Funkverkehr von Titan an. Also los. Spiel wird gespeichert. Volk ist 4. Okay, die automatische Schrotflinte wurde entwickelt, um im taktischen Nahkampf extrem Schaden anzurichten. Okay. Gut. Nein, nicht los. Erst das hier. Okay. Gut. Gibt's hier noch irgendetwas? Nee. Ja, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und diesmal schalte ich auf Steam aus. Ciao und bis zum nächsten Mal.